Und hier bin ich wieder, es geht weiter, direkt in Sektor 2. Ich bin nur zur Tür gelaufen und habe meine Aufnahmen überprüft. Ich will nicht nochmal alles spielen müssen. Es reicht, dass ich das schon einmal tun musste. Please be sure to wear protective equipment and use extreme care when moving around this floor. Okay, wir sollen sehr aufpassen. An die nette Computerdame halten wir uns auch mal. Die Computerdame hat niemals Unrecht. Ja. Da oben ist etwas. Ah, ich bitte dich doch, Samus. Kommen wir noch nicht rein, schade. Werden wir aber noch. Werden wir bestimmt noch. Und zwar gehen wir mal weiter. Hier ist nämlich alles, wie ihr seht, gefroren. Willkommen im Winter. So, ein kleines Stück hier. Ich habe noch 20 Minuten. Die will ich noch nutzen. Ich will diese 20 Minuten noch aufnehmen. Ich habe gerade totale Aufnahmelust und ich werde später auch weiter Metroid aufnehmen. So. Sehr schön. Gehen wir weiter. Super Gegner in Super Schneewelt. Super Eisgegner. Ah. So, es sind ungefähr die gleichen Gegner auch hier. Problem ist, das Ding können wir, glaube ich. Doch, können wir. Da reicht eine Samus. Danke. Bei mir spinnt manchmal ein bisschen die Sicht, weil ich nahe am sehr nahe an der Leiste sitze. Zu nah wird das Spiel manchmal. Deswegen kann es da sein, dass ich da manchmal leichte Probleme habe. Das ist aber nicht Standard oder so. So. Widder! Nehmen wir Widder Power. Und zwar, die Widder müssen gefroren werden. Angefroren, so. Und dann kann man einfach voll draufhalten. Und dann explodieren sie. Mehr ist das gar nicht mit den Widdern. Und dieses Item werden wir später erhalten noch. Dieses Power-Up hier. So. Dieser Gegner wird kein leichter. Nein, ich sing jetzt nicht. Okay, da war nichts. Ah ja, genau. Ich weiß noch, wie es ging. Aha. Super Erinnerungs-Arknei. Schauen wir mal. Vernichtet. Also ihr merkt, diese Fische haben eine ganz, ganz böse Funktion auf mich. Sie wirken... Die schalten für mich Hass aus. Puren kalten Hass. Und hier ist ein schönes Knöpfchen, das wir... drücken möchten, was noch nicht geht, weil wir noch nicht alle Gegner vernichtet hatten. Jedenfalls nicht genügt. Und drauf geschafft. So soll's sein. So, da oben geht jetzt unser Weg auf und wir müssen einfach wieder hoch, indem wir hier den Wandvorsprung nutzen. Hepper und Hepper. Vielen Dank, Samus. Dieses Ding, sie möchte uns vernichten. Das können wir aber nicht vernichten, darum müssen wir einfach weiter. So. Gegner, Gegner, Gegner. Epa. Gegner, Gegner, Aua. Gegner, Gegner, Aua. So kann man es auch sagen. Stirb. So. Das ist. Das ist. Ah, stirb. Eventuell finden wir hier was. Kannst du nicht. Bitte. Sterben. So. Ab.
Die müssen mit einer Überladung gekillt werden. Die saugen unsere Angriffe auf. Das wollte ich nur schon mal erwähnt haben. Und geben es uns dann wieder. Mit einem Charge Beam können wir sie überladen. Und sparen uns dadurch sehr viel Arbeit. Und machen es uns leichter. Yeah! Gegner! No! Der Gegner ist tot. Und herzlich willkommen zum nächsten Gegner! Haha, zum nächsten Zwischenboss-Fight. So. Ah, der ist ein bisschen tricky. Und zwar. Der ist nicht überall verwundbar. Aber für den gibt es einen schönen Trick. Wenn er uns mal in Ruhe lassen würde. So, und zwar den hier. Der Gegner kann nicht auf diesen Vorsprung. Wir können ihn voll unter Beschuss nehmen dadurch. Bis er stirbt. Komm. Stirb bitte, ja? So, Raketen aufladen. So, und zwar... Wenn der seinen Kopf verloren hat, ist er verwundbar. Indem er uns aufspießen möchte. Und das ist sein Untergang. Ja, ich komme leider nicht so gut mit dem Gegner klar, auch wenn ich weiß, wie er funktioniert. Also am besten von einer hohen Position möglichst auf den Kopf schießen. Ey. Weg damit. Ab. So. Hier gibt es bestimmt wieder irgendwas Tolles für mich. Hier bin ich, glaube ich, auch beim letzten Mal entlang gerollt und es gab einfach gar nichts. Es war nur dieser schöne Anblick, wie wir da durchrollen. Irgendwie sowas war das. Genau. Wir landen einfach hier oben. Genau, wir landen wieder da, wo es angefangen hat. Das wäre ein Rückweg. Den wollen wir aber nicht. Und da ist ein Energietank-Bauteil. Da kommen wir noch ran. Aber jetzt leider noch nicht. Und wir sind im Navigationsterminal. So, jetzt reicht die Zeit aber leider nicht mehr, um noch ein bisschen weiterzumachen. Deswegen verabschiede ich mich bis zur nächsten Aufnahme von Metroid Other M. Ich bin Arkner97. Das ist Let's Play Metroid Other M. Bis dahin. Ciao.